Die Revitalisierung des Gasthof Stern ist Wahnsinn, ist Emotion und Leidenschaft pur, ist was ganz, ganz Besonderes für unseren Ort, für die Region. Er wird Ausstrahlung bekommen. Dieses historische Gebäude mit einer ganz, ganz wichtigen Funktion über die Jahrhunderte soll der Bevölkerung wieder zurückgegeben werden, eben revitalisiert. Das heißt, wieder mit neuem Leben, wieder als Begegnungspunkt für die Ortsmitte, als Gastraum. Die Nebengebäude, die hier gestanden haben, sind bereits abgebrochen worden. Jetzt geht es daran, eine 8 Meter große Baugrube zu erstellen. Wir machen es jetzt so, dass dieses große Gerät hier dafür sorgt, dass Bohrpfähle aus Beton gesetzt werden, die sich im Untergrund einspannen, um die Nachbarn nicht mit Verspannungen zu belästigen. Die werden in den Boden hineingenagelt mit mehreren Meter Einspannung, um dann 8 Meter freitragend die Baugrube zu halten. Die große Herausforderung bei der Revitalisierung des Gasthauses Stern ist die Baugrube mitten im Altort, umgeben von Nachbarbebauung. Jetzt haben wir ein Spezialbohrgerät da, das Anker, aber auch Kernbohrungen in den Berg macht, dort dann letztendlich Stahlteile einsetzt, dass der Berg nicht gegen die Wände drücken kann und dann später bei der Nachbarbebauung entsprechende Unterfangung stattfinden kann. Es waren spannende Herausforderungen, eben aufgrund dieser Baugrube, die wir meistern mussten. Wir hatten konstruktive Gespräche mit den Anwohnern. Der Gemeinderat musste das intensiv begleiten. Wir mussten viel Abstimmungstermine, viele Reden, viele Diskussionen. Aber jetzt wird richtig nach vorne gegangen und damit sind die meisten Probleme auch beseitigt. Glücklich, zufrieden bin ich, wenn der Rohbau steht.